kam er bei Stern TV ein Bericht und da habe ich dann halt gekauft. Wird es zeigen. Das hat auch mal irgendjemand vorgestellt, auch zum Glück kommt nie allein. Ist auch wieder ein Schinken, ein Riesenschinken. Habe ich hier auch noch rumsuppen. Auge um Auge. Das haben sie ja auch schon oft gebracht bei Stern TV, den Bericht über die Frau. Für immer mein Kind. Mauer des Schweigens. Teilt wieder aus der Reihe Erfahrungsbücher. Baby. Wird mein Tag. Licht wird mein Tag. Doch helfen muss ich mir selber. Dann habe ich hier Christdorfers Tod. Da hatte ich auch schon die ersten Seiten gelesen, aber leider auch das. Da ist leider auch mal das Lesezeichen rausgefallen und dann war es halt wieder irgendwann vergessen, weil ich mich wieder von neuem anfangen wollte. Ich schrie um mein Leben. Ich schrie um mein Leben. Ehrenmord mitten in Deutschland. Ja. In deinen Spuren. Mein Trauer. Mein Trauertag. Ja, keine Ahnung. Licht des Fremden. Es war einmal aus so einer Sammel. Es war einmal aus so einer Sammeledition vom Weltbild. Das haben die dann irgendwann rausgehauen für ein paar Cent. Und da habe ich mir halt gekauft. Es war wahrscheinlich nicht so gefragt. Keine Ahnung. Dann habe ich hier noch Meins wirst du bleiben. Heißhunger. Die roten Stiefeletten. Auch aus dieser, ja, war meine Sammel. So an. Kam wahrscheinlich nicht so an, deshalb hat, wie gesagt, Weltbild die dann irgendwann mal günstig rausgefeuert. Naja, bin ich ja mal gespannt. Kinder der Hoffnung. Dann habe ich hier noch Kinder der Hoffnung. Dann habe ich hier noch Vergiss die Zeit der Dorn nicht. Geht halt auch wieder um Frühjahr. Ena. Keine Ahnung, ist vielleicht Fantasy oder so, keine Ahnung. Aus der Stille der Ewigkeit. Ich glaube, da geht es um Autismus, aber ich weiß nicht, es kann auch um was anderes. Dann habe ich hier autogene Heilung. Ich denke mal, da geht es um autogenes Training oder so. Würde ich mal schließen. Ja, habe ich mir auch mal so gekauft. Aber ja, auch noch nicht gelesen. Dann, das ist eher wieder so ein Buch, was man, ja, wo man mal was draus macht. Das ist jetzt auch wieder kein Buch, was man durchliest, liest, sondern eher einfach nur mal so nachschlägt. Jedenfalls meiner Meinung nach. Und zwar sind das Tieren und Figuren aus Wolle. Da habe ich leider auch noch nichts draus gemacht. Aber vielleicht wäre das ja mal eine Idee für ein Video. Aber mal sehen. So, dann habe ich hier, wo ist Sarah? Da geht es, glaube ich, um eine Entführung. Auch so genau weiß ich das nicht. Ist auf jeden Fall auch wieder eine wahre Geschichte. Dann habe ich hier rückwärts ist kein Weg. Schwanger mit 14.
Das ist ja auch eher wieder was für Jugendliche. Wo ich ja noch überlege, ob ich das noch lese oder doch nicht. Oder halt, ja, da bin ich noch an überlegen, ob ich das irgendwann noch mal lesen will oder ob ich doch verkaufe. Muss ich mal gucken. Entschlacken mit Homöopathie. Ja, habe ich auch mal gedacht, damit ich mal entschlacken kann, aber ja, es ist auch dabei geblieben, wie mit allen Ratgebern eigentlich. Dann, weil ich mal eine Zeit lang niedrigen Blutdruck hatte, habe ich mir mal gekauft, niedrigen Blutdruck. Da habe ich auch schon mal reingelesen, allerdings nur die letzten Seiten. Ja, denke mal, das werde ich auch irgendwann mal lesen. Läuft ja auch nicht weg. Dann habe ich hier, ich habe Nein gesagt. Da geht es, glaube ich, um Vergewaltigung in der Ehe. Aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist das auch wieder wahr. Dann habe ich hier, das ist, glaube ich, auch super bekannt. Essen, Nein, Danke. Da geht es halt auch wieder um Magersucht. Auch wieder eher für Jugendliche. Dann habe ich mir ja letztes Jahr gekauft, aufgrund von einem Video von Ilka. Ein Sommer ohne dich. Hat mich ja super interessiert, aber weil es halt so dick ist und ja, habe ich es auch noch nicht gelesen. Dann habe ich Dein Lachen bleibt für immer bei uns. Eine Familie bewältigt den Tod ihres Kindes. Zuckt auch noch hier rum. Dann habe ich, ich weinte nicht, als Vater starb. Dann habe ich hier süße Salze in Alltag. Dann habe ich hier ein Hamsterbuch. Da habe ich schon mal reingelesen, wo die beiden sich damals geschritten hatten und dann Bisswunden hatten, weil ich nicht wusste, was ich da machen sollte. Also da bin ich auch wieder der Meinung, das sollte man vielleicht lesen, bevor man sich einen Hamster anschafft. Oder man schlägt halt mal was nach, wie ich damals bei den Bisswunden. Und zwar ist das so ein Hamsterbuch, Verhalten, Pflege, Ernährung. Ich habe hier schon ein Hamsterbuch gelesen und ich habe auch den Eindruck, die ähneln sich so ein bisschen, diese Hamsterratgeber. Bei den einen steht was weniger drin, bei den anderen was mehr, aber ansonsten ist es eigentlich fast dasselbe. Bloß hier finde ich halt die Bilder schöner als bei meinem anderen Hamsterbuch, was ich schon gelesen habe. Und ich denke mal, ich werde auch wieder mal reinlesen, wenn wieder irgendwas ist. Weil gerade wo die Bisswunden hatten, fand ich das sehr praktisch, weil ich über Bisswunden bei den anderen Ratgebern so gar nicht drin stand. Aber hier halt und auch schön erklärt mit Bildern. Also ich denke schon, da werde ich immer mal reinlesen. Aber ich finde, wie gesagt, entweder man liest das, bevor man sich einen Hamster anschafft, oder man liest dann halt immer mal was nach, wenn man gerade das betreffende Problem hat. So wie man halt bei Hausmitteln, wenn man jetzt ein Buch über alternative Hausmittel hat, das liest man ja auch nicht von vorne bis hinten durch, sondern liest das erst, wenn man das Problem hat. Jedenfalls mache ich das so. Es kann ja sein, dass ihr das anders macht. Down-Syndrom-Kind André. Ein Weg, eine Heimat, Kinder oder so. Ich weiß, das war jetzt wieder ein bisschen durcheinander. Aber es steht auch ein bisschen blöd hier. So da. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ja.
werde mich aber schlau machen, falls ich euch das mal vorstelle. Falls ich, wie gesagt, in diesem Leben noch dazu komme, diese Bücher alle zu lesen. Ja, gut. Dann habe ich hier Homöopathie für die Seele. Das wollte ich eigentlich auch mal lesen, weil ich ja mehr auf so Naturheilmittel stehe als auf die Schulmedizin. So, das. Obwohl es ja, wie gesagt, ein bisschen umstritten ist oder so. Es ist zwar bewiesen, dass die helfen, aber es ist halt nicht bewiesen, warum das hilft. Und deshalb ist es halt in der Schulmedizin wieder sehr umstritten. Alles, was sich nicht beweisen lässt, medizinisch nicht beweisen lässt, ist dann gleich irgendwie immer doof. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das kann ich ja in einem anderen Video nochmal besprechen. Nun gut, dann habe ich hier noch Kinderlos, na und? Ja, da geht es halt ein bisschen um die Vorurteile. Habe ich auch noch nicht so lange. Habe ich ja auch mal in einem meiner Bücherhaus gezeigt. Ja, dann habe ich noch Gewalt gegen Kinder, Kindesmisshandlung und ihre Ursachen. Ja, ich denke mal, das ist auch ein bisschen veraltet von den Theorien her. Aber manches wird bestimmt noch stimmen. Habe ich mal irgendwann gebraucht. Der Tag, an dem meine Tochter verrückt wurde, ist auch noch immer noch hier. Dann, das ist auch wieder mehr so ein Buch, wo man halt mal was drinnen lernt. Das ist hier deutsche Schreibschrift. Ja. Habe ich mir halt mal Interesse halber gekauft, weil ich finde, dieses Schreibschrift geht in unserer heutigen Zeit immer mehr verloren. Ja. Dann habe ich hier starker Rücken. Liegt auch noch immer noch hier rum. Obwohl es bestimmt mal gut wäre, wenn ich das mal lese. Aber ja. Dann habe ich hier, ich wünschte, ich könnte dich hassen. Das habe ich auch erst neu. Ist also noch nicht so lange hier. Dann habe ich hier ein Buch, was ich schon mal angefangen hatte, wo aber leider mal das Lesezeichen rausgefallen ist. Und ich, es war ganz interessant, fand, aber ich finde es dann immer ein bisschen demotivierend, wenn man wieder von vorne anfangen muss. Und zwar, meine Schuld wird nie vergehen. Das hatte ja auch mal Nati vorgestellt. Ja, wie gesagt, bin ich auch noch nicht dazu gekommen, das weiterzulesen oder nochmal neu angefangen, besser gesagt. Dann habe ich hier Atmen Sie sich schlank. Das habe ich mir mal gekauft, weil ich ja mal abnehmen wollte. Ja, ist mir ja nicht so gut gelungen. Aber, ja. Das ist auch noch hier. Dann habe ich hier Mama, Papa. Wie ich nach dem Tod meiner Frau meine Familie neu erfand. Ist halt auch wieder ein Tatsachenbericht. Habe ich auch noch nicht so lange. Jedenfalls denke ich das. Dann, das habe ich auch eigentlich schon eine Weile. Allein aus Freundschaft. Das habe ich deshalb immer nicht gelesen, weil ja meine enge Freundschaft, die ich von Kindes an hatte, in die Brüche gegangen ist. Und weil ich da immer so ein bisschen dann Probleme hatte. Und ich hatte immer Angst, das Buch erinnert mich vielleicht ein bisschen an die Freundschaft, die ich mal hatte und ist dann vielleicht zu verletzend. Aber jetzt, wo die meine ehemalige Freundschaft, ich will nicht sagen, wieder auflebt, sondern wo wieder ein bisschen Kontakt herrscht. Also so eine richtige Freundschaft wird nicht mehr draus entstehen, weil einfach bei uns so viel passiert ist. Aber es tut nicht mehr so weh wie davor und
Von daher denke ich mal, ich bin bald in der Lage, dieses Buch zu lesen. Allerdings wird mich da auch wieder diese Seitenzahl abschrecken. Aber wie gesagt, das war der Grund, warum das schon so ewig auf meinem Club liegt. Ich meine, vielleicht hat der Buchtitel ja auch gar nicht so viel mit dem Inhalt zu tun, beziehungsweise damit, was ich mir darunter vorstelle. Aber nun gut, auf jeden Fall habe ich es deshalb nicht gelesen. Weil ich halt noch zu verletzt war von meiner ehemaligen Freundin. Gut, weil ich da noch nicht drüber weg war, sagen wir mal so. Dann, das ist auch wieder mehr so ein Buch, wo man reinliest. Da hatte ich auch schon etliches Mal nachgelesen. Und mir so unterstrichen, welche ich bräuchte davon. Und zwar ist das große Buch über Homöopathie. Ja. Wie gesagt, ich finde, solche Bücher sind mehr zum Nachschlagen. Dann habe ich hier noch Exzess 2010 für Späteinsteiger. Pilates. Gesund mit Pilates. Wie gesagt, wenn ich die Bücher alle lesen würde, wäre ich vielleicht gesund. Das Urteil des Salomon. Schwesterlein, komm, tanz mit mir. Dann habe ich hier neun Schreien hat die Sonne. Auch wieder ein Erfahrungsbericht. Dann falsche Liebe. Das ist, glaube ich, wieder mehr für Jugendliche. Dann habe ich, ich könnte verschwinden, wenn du mich berührst. Da geht es um Autismus. Dann habe ich wieder einen Hamsterratgeber noch ein. Habe ich aber auch noch nicht gelesen. Die 50 besten.